Hallo und hier ist wieder der Andi von der Arche der News. Heute ist ein schön sonniger Tag. Es ist warm für diese Jahreszeit und für diesen extremen Winter, wie sie also schön sagen. Es sind minus 7 Grad und es ist genau die Zeit, die ich jetzt einfach habe und nutze, die ich aufwende, um dort hinten die Pflaumenbäume etwas zu schneiden. Ich weiß, es ist immer kontrovers diskutiert, aber es ist inzwischen in der heutigen Zeit so, dass man sagt, wenn es dir nicht zu kalt ist zum Schneiden, ist es den Bäumen auch nicht zu kalt. Früher hat man gesagt, um Gottes Willen bloß nicht, der Frost geht da rein, die Bäume sterben. Inzwischen ist es so, dass auch Baumschulen ohne weiteres in diesen Temperaturen draußen sind und ihre Bäume schneiden und es gibt gar keine Probleme dabei. Man muss nur aufpassen, sind die Äste zu dünn und ich gehe nicht zu nah an irgendwelche Knospen ran. Weil es kann sein, dass die ersten 2-3 Zentimeterchen eben noch abtrocknen, aber ich möchte den da hinten etwas verjüngen, weil der einfach zu hoch ist. Er ist ganz viel mit Totholz und mit alten Ästen noch versehen. Ich werde auch nur etwas rausnehmen. Es geht einfach über die nächsten Jahre, dass der Stück für Stück zurückgeschnitten wird. Weil wenn ich zu viel aus der Krone rausnehme, bildet er im nächsten Jahr nur irgendwelche Wasserschosser, die gehen nach oben. Ich habe keine Frucht. Das möchte ich natürlich nicht. Ich muss aber ihn etwas verjüngen. Er ist auch zu dicht. Das heißt, da ist die alte Weisheit, du kannst einen Hut durchwerfen, auf keinen Fall, du kommst nicht mal über den ersten Ast. Die Äste, die draußen sind, nehmen den inneren komplett das Licht weg. Das bedeutet auch, wenn Frucht kommt, dann kann die da innen drin gar nicht ausreifen. Was wieder bedeutet, es ist eine leichte Beute für irgendeinen Pilz, weil natürlich auch, wenn es mal regnet, dann die inneren nicht so schnell abtrocknen können. Und ich will mir kein Monila oder ähnliches an die Pflaumen ranholen, also wird der jetzt etwas ausgedünnt. Dafür macht sich der Februar ganz gut, die beste Zeit, um Bäume zu schneiden. Viel Spaß dabei. Nur ganz kurz, bevor wir zum Bäumchen kommen, so wo die Schneedecke gerade so schön ist. Wir haben hier links eine Hasenfährte und rechts ganz eindeutig der Fuchs. Und ja, ich hoffe, das Häschen, dem geht es auch gut, weil der Fuchs ist dann irgendwann mal einfach auf die Hasenfährte gestoßen und hat die dann verfolgt und ja, dann geht es irgendwo ab da nach hinten. Also, wenn er Glück hatte, der kleine Hase, dann war der Fuchs zu langsam. Ansonsten ganz interessant, wenn man so sieht, die beiden vereinigen sich quasi hier vorne und sind aus unterschiedlichen Richtungen gekommen. Also, ich sag mal, vom Trittsiegel her sind sie ungefähr zur selben Zeit entstanden. Es hat noch ein bisschen geschneit und es ist bei beiden genauso viel Neuschnee quasi in der Fährte drin. Also, ich drücke einfach dem Häschen mal die Daumen. Aber jetzt geht es an den Pflaumenbaum. Hier sieht man die Pflaume mal etwas aus der Nähe und die ist unten sehr dicht gewachsen. Sie lässt wirklich kein Licht mehr durch. Auch im Stammbereich hier in dieser Höhe, ich zeige es euch mal, da sieht man, wie einfach der Stamm sich im Laufe der Zeit immer wieder komplett verzweigt hat und dick weitergewachsen ist. Und das ist halt das Problem, was wir haben, dass einfach die Pflaume zu viele große, dicke Stämme gebildet hat und damit so dicht geworden ist, dass eben einfach in die Mitte überhaupt nichts mehr irgendwie in irgendeiner Form an Licht durchdringen kann. Und das ist das Problem gewesen, einfach auch bei den Pflaumen, die wir ernten wollten. Sie waren relativ schnell komplett von Pilz befallen. Zumindest die inneren, weil einfach, wenn es mal abends geregnet hat oder durch die Luftfeuchtigkeit, es keine Chance gab, auch nur ansatzweise, dass die durchtrocknen konnten. Wichtig ist auch, dass Fruchtmumien entfernt werden, jetzt gerade bei der Gelegenheit, wenn ich schon mal auf einer Leiter bin. Ich zeige euch mal eine. Hier relativ hoch im Baum, da hängen eben noch ein paar von den alten Pflaumen, die eben leider vom Pilz befallen waren. Das sind diese sogenannten Fruchtmumien. Die allerdings müssen jetzt komplett raus, weil spätestens in diesem Jahr, sobald die Saison anfängt, ist das Ding nämlich ein super Herd für neuen Pilz. Weil das ist voller Sporen und die müssen auf jeden Fall entfernt werden. Also egal, wer jetzt irgendwo Steinobst bei sich im Garten hat, bitte denkt dran, das betrifft, ob das ein Pfirsich ist, ob das eben eine Kirsche ist, wer auch immer, wo diese Monila, diese Pilz eben da einfach dran ist. Hier oben hängen noch ein paar drin, wie man so vielleicht sieht jetzt. Die müssen, diese Fruchtmumien müssen entfernt werden, weil die verpilzen euch sonst eventuell einen Großteil der Ernte vom diesjährigen Jahr. Bevor es mich auf die Leiter zieht, muss ich natürlich hier im unteren Bereich etwas freischneiden und das mache ich, indem ich die herunterhängenden oder nach unten geleiteten Äste, die nehme ich erstmal raus. Die bringen sowieso einen schlechten Fruchtertrag, er sollte wenigstens waagerecht sein oder leicht aufrecht, einfach schon wegen der Wasserwaage
Denn sobald da der Fluss drin nicht richtig fließen kann und es geht wieder nach unten, dann bringen die meistens auch keine richtigen Früchte. Dementsprechend nehme ich als erstes den unteren Bereich so ein bisschen weg. Außerdem komme ich dann mit der Leiter wesentlich besser an den Stammbereich. Hier sieht man zum Beispiel sehr schön, dass eben einfach ganz viele Wasserschosser nach oben gegangen sind. Hier an diesem Stamm bilden sich eben ganz viele, ich kann sie gar nicht zählen. Also ich sag mal, hier sind im Laufe der nächsten 2-3 Meter geht es einfach immer so weiter, dass neben dem Hauptstamm bestimmt 30, 40 komplett einfach nur senkrecht nach oben wachsende Äste folgen. Die würden nur weitere Stämme bilden und letztendlich nicht wirklich Frucht tragen. Allerdings ist es auch noch so, dass das eben auch noch im Inneren dieses ganzen Pflaumenbuschwerks, sage ich mal, stattfindet und einfach das komplette Licht wegnimmt. Also werden diese ganzen aufrecht wachsenden aus der Mitte noch rausgeschnitten. Hier oben sieht man, wie die Äste komplett quer rüber wachsen. Das heißt, diese beiden müssen jetzt auch noch weg. Es ist schon ein bisschen mehr Licht in der Krone drin. Ich will es von der Höhe noch ein bisschen begrenzen, aber wichtig ist vor allem die beiden, die wachsen in den anderen. Ich zeige es euch mal ein bisschen aus der Nähe. Kommt mal ran. Hier mal der Blick aus meiner Perspektive. Diese beiden Äste, um die geht es hier, die hier quer rüber wachsen. Weil die wachsen nämlich genau in den anderen Stamm hinein, in den anderen Baum und verästeln sich dann hier vorne so stark, dass quasi hier nichts an Luft und nichts an Licht durchkommen kann. Also die beiden müssen noch weg, damit dann der Stamm sich ein bisschen entwickeln kann. Direkt hier vor mir haben wir noch so einen alten Wasserschosser. Man sieht es, der kommt hier aus dem Stamm raus und wächst einfach nur gerade nach oben ins Nichts. Und auf den nächsten, na, ich sag mal, 2,5 Meter ist ja noch nicht mal richtig ein Ästchen. Nur ein kleines und da wächst auch nichts dran. Also die müssen entfernt werden. Das ist auch der Job im Laufe dieses Jahres, weil das, was ich jetzt rausgenommen habe, wird oftmals, das ist jetzt mittlerer Rückstück, nicht so ganz starker, aber auf sowas reagiert der Baum meist mit Wasserschossern und die müssen entfernt werden. Ansonsten sieht der schon ganz gut aus. Hier daneben mal von oben aus gesehen, da sieht man noch, der da hinten ist noch nicht beschnitten worden. Das ist so ein Dickicht, da kann einfach nichts durch. So, den ich euch eben gezeigt habe, ich zeige ihn euch gleich nochmal von unten. Da haben wir jetzt den Stamm gut bereinigt. Das heißt, der geht jetzt schon mal schön nach oben. Ein paar Wasserschosser sind noch drin. Die lasse ich allerdings stehen, weil zu stark zurückschneiden möchte ich den nicht. Und hier haben wir den Klassiker, das linke Stück von dem Ast, das geht wunderbar quer durch den Baum über einen anderen Ast darüber. Das heißt, den werde ich entfernen und so kann sich der Ast, der jetzt quasi sich links von dem befindet, der kann sich dann weiter verzweigen und wunderbar entwickeln, weil der hat die richtige Größe, die richtige Form, wird aber von dem anderen komplett unterdrückt. Also muss der raus. So, dann werde ich mal die Leiter erklimmen und da oben das gute Stück rausschneiden, was ich euch gerade gezeigt habe. Ich hoffe, ich war brav zu meiner Frau, dass die auch unten die Leiter festhält. Ansonsten ist es vielleicht das letzte Video. Lass mal uns überraschen. Ja, da es hier ein bisschen sehr wackelig war und ich meiner Frau doch nicht so traue, da hole ich den Rest lieber mit der Leiter runter. Immer schön dran denken, Arbeitsschutz geht alle an. Der kleinere Baum ganz rechts, den habe ich jetzt mal komplett in der Höhe weggenommen. Also ein Leitast fehlt noch, der nach oben geht. Beziehungsweise der zweite Stamm, der wird jetzt auch noch eingekürzt. Das sind hier gut 6 Meter, die jetzt hier an der Erde liegen. Und ich habe diesen Baum dort oben, da sieht man so ein bisschen schon, wo der Winkel
einfach jetzt hier nach rechts weggeht, hier in diesem Bereich, da habe ich die Spitze komplett rausgenommen. Und der andere, der jetzt hier quasi auf dieser Seite zu sehen ist, der Dicke dort im Bild in der Mitte, der verschwindet jetzt auch noch. So habe ich dann also eine neue Krone, die da geschaffen wird für diese kleinen Bäumchen. Und die brauchen eben jetzt ein paar Jahre, um sich wieder gut zu entwickeln. Ich leite jetzt auf Seitenäste ab. Und so hoffe ich, dass dann einfach die von der Größe her erstmal ein bisschen begrenzt werden. Neue Triebe, die direkt nach oben gehen, diese Wasserschosser, die werden sofort entfernt, sobald sie entstehen. Und damit habe ich den ein bisschen kleiner gehalten. Da wird natürlich jetzt wenig Ertrag sein in diesem Jahr, es macht nichts. Dafür haben wir die ganze Reihe runter noch Pflaumenbäume zu stehen. Und so kann ich die, wir sind ja über viele, viele Jahre, also wir haben geschätzt, soweit was die Nachbarn gesagt haben, sind die teilweise schon 15 bis 20 Jahre alt und die sind nie beschnitten worden. Dementsprechend haben wir Pflaumenbäume, die sind so hoch, da kommt man zum Pflücken gar nicht mehr ran. Und die müssen nach und nach eben jetzt einfach eingedämmt werden. Wir fangen jetzt hier am Rand an. Diese Seite sieht man schon, das zeige ich euch gleich nochmal, so ein bisschen aus der Nähe. Oder es ist ja eigentlich hier gut zu sehen, das war das vom Anfang, was alles ganz dicht war. Komplett Strauchwerk sozusagen und das ist jetzt schon schön beschnitten. Ich zeige es euch gleich nochmal aus einer anderen Kameraeinstellung. Aber jetzt nehme ich erstmal noch von der Höhe diesen einen weg und dann hoffe ich mal, dass der in ein paar Jahren eine schöne kleine Krone gebildet hat in einer Höhe, die wir auch dann beernten können. Jetzt ist der zweite Stamm auch noch weg. Jetzt habe ich hier ein kleines, kompaktes Bäumchen. Klar sind die Äste jetzt noch ein bisschen zu lang am Rand. Ich möchte aber diese nicht jetzt auch noch stark begrenzen. Denn das wäre jetzt ein Fehler, zu viel zurückzuschneiden. Das habe ich schon, indem ich die Spitze gekappt habe, getan. Damit hat er schon in diesem Jahr genug zu tun. Ich zeige euch jetzt nochmal das Ganze so ein bisschen aus der Entfernung mit den anderen vier Bäumchen, die davor stehen. Und diese kleine Gruppe, die sich da gebildet hat. Da ist jetzt genug ausgedünnt für dieses Jahr. Und ich werde gerade beobachtet, sehe ich. Mal gucken, ob ich den Jungen hier raufkriege. Ein Mäusebus hat es hier hinter mir gelandet. Der schaut zu und lässt sich überhaupt nicht stören, dass ich auch mit der Kettensäge zwischendurch arbeite. Da sitzt mein Kontrolleur und guckt, ob ich richtig arbeite. Das ist natürlich auch schön, wenn man zwischendurch mal von der Natur überwacht wird. Wo wir sonst immer die Natur überwachen. Aber das ist mal schön, dass sowas mal einfach mal nebenbei hier landet und ein bisschen guckt, ob es eine Wühlmaus abgreifen kann. Ich freue mich ja, wenn er sich mal einer schnappt, denn wir haben ja genug von den kleinen Biestern. Und hier nochmal das gesamte Ergebnis. Unten der Stammbereich, der am Anfang eben komplett hochgeschossen war, der aussah wie ein dickes Strauchwerk. Dieser ganze Bereich, der ist jetzt weg. Hier ist also überhaupt nichts mehr zu sehen. Das ist jetzt richtig schön sauber geschnitten, klare Stämme. Nach oben hin wird es noch ein bisschen fülliger. Ich wollte jetzt eben auch nicht zu viel rausnehmen aus dem ganzen Bereich, denn das wird der Baum einfach zu sehr geschwächt. Das soll nicht sein. Das ist eine Arbeit, die einfach mehrere Jahre dauert und so wird jedes Jahr ein Stückchen weiter zurückgeschnitten. Der rechte ist eben ziemlich zurückgestutzt. Man sieht noch auf der einen Seite, ich zeig's mal so hier, dieser hier, das ist ein anderer Baum. Der wird dann im nächsten Jahr auch runtergestutzt auf diese Höhe. Vielleicht muss man erst mal sehen, wie der sich rechts daneben entwickelt. Vielleicht nehme ich den lang auch komplett raus. So hat er dann auch ein bisschen mehr Platz, sich weiterzuentwickeln. Ich schaue einfach mal, das, was da im Hintergrund, hier auf dieser Seite im Hintergrund zu sehen ist, das ist leider der Nachbarbaum. Wir wollen mal schauen, ob der den vielleicht auch etwas beschneiden kann. Denn da ist überhaupt gar kein Licht, was jetzt rankommt. Und nun warten wir erstmal ab, wie die Bäumchen sich hier entwickeln. Und das sehen wir dann erst im Laufe des Jahres. Ich halte euch auf dem Laufenden. Das war es erstmal für heute. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Wintertag. Der Andi von der Arche der News. Bleibt knackig und denkt auch an die Äpfel.